Auf Polkastarter geht am 13. April IPNS an den Start. IPNS bedeutet ausgesprochen Ethereum Push Notification Service. Das ist ein dezentrales Benachrichtigungsprotokoll, das es beliebigen Dapps oder Smart Contracts ermöglicht, plattformunabhängige, incentivierte und dynamische Benachrichtigungen zu senden. Und hier schildern die das derzeitige Problem, das herrscht. Die sagen, das Problem, warum IPNS das fehlende Stück der Web3-Infrastruktur ist. Dienste erwarten, dass Benutzer ihre Aktionen wiederholt überprüfen. Wallet-Adressen erhalten keine Benachrichtigung von irgendwelchen Web3-Aktivitäten. Die Unterbrechung führt zu schlechter UX, Kommunikation und Engagement und hier ihre Lösung dazu. Schaffung einer dezentralen Middleware für alle Dapps, Smart Contracts und Web3-Dienste. Das hört sich doch schon mal gut an. Das Protokoll diktiert nicht, welche Inhalte an die Nutzer oder Dienste geliefert werden können oder nicht. Nur Dienste können entscheiden, was sie ihren Nutzern mitteilen wollen. Der Benutzer muss sich immer für Benachrichtigung eines Dienstes entscheiden, bevor dieser sie benachrichtigen kann. Indirekte Zustimmung, obwohl eine Option erfordert, dass der Dienst sie zuerst belohnt. Und sie schreiben hier auch, wir sind ein DeFi-Protokoll, aber ein anderes. Wir verwenden Staking by Service, das heißt Lend out to Aave, um Zinsen zu generieren, die unter den Abonnenten des Dienstes verteilt werden können. Ich finde es ziemlich cool. Auf iOS und Android verfügbar. Wir sind jetzt hier schon ein bisschen früh dabei. Ihr seht hier die Partner und Kollaboratoren. Schwieriges Wort. Da kommen eventuell noch in den nächsten Tagen ein paar Partnerschaften dazu. Ich würde euch empfehlen, hier ganz runter zu scrollen. Hier seht ihr das Team. Da von dem Team sagt mir jetzt keiner etwas. Obwohl, den Vivek Singh, den habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. Ihr seht hier auch, wer es gebackt hat. Und hier ganz unten findet ihr dann Twitter und Telegram. Ihr könnt auch auf Medium euch informiert halten. Da wird jetzt die nächsten Tage natürlich noch einiges kommen. Wir sind ja recht früh. Ich wollte euch früh informieren, damit ihr euch da auch nochmal selbst informieren könnt und euch bereithalten könnt, wenn ihr an diesem Projekt teilnehmen wollt. Das wird wahrscheinlich danach auch wieder auf Uniswap gelistet, sodass ihr dann hier kaufen könnt. Aber wartet am besten, bis sie die genauen Daten durchgeben werden. Hier ganz oben seht ihr dann auch Beware of Scammers. Okay, das ist ganz wichtig. Es gibt noch keine Listings oder Informationen, wann das alles released wird. Sonst hätte ich es jetzt in diesem Video natürlich euch alles gezeigt. Vielleicht mache ich kurz davor noch mal eins. Aber es ist ein interessantes Projekt. Es ist jetzt wieder kein NFT-Hype-Projekt, das direkt zack, 100, 200 Mal macht, aber ein solides Projekt, das du langfristig sehen solltest. Und wenn du dich für dieses Projekt interessierst, dann schau auf der Webseite vorbei, abonniere das Projekt auf Telegram und dann bleibst du informiert. Wenn du über solche Projekte allgemein informiert bleiben möchtest und als erster davon erfahren möchtest, dann würde ich dir empfehlen, mein Patreon zu werden. Dann bekommst du in einem Wochenbericht immer die kommenden Token-Starts aufgelistet, Trending-Coin-Analysen, Top-Nachrichten und bevorstehende Ereignisse, die du im Auge behalten solltest. So bleibst du immer up-to-date und verpasst solche Projekte nicht. Okay, das soll es schon für dieses Video gewesen sein. Kurz und knapp, einfach mal ein bisschen hier in Erinnerung halten, dieses Projekt. Ansonsten, Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!